Clemens Binninger. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich will vorneweg auf die Reden der Oppositionskollegen, die ja alle auch dem Gremium angehören, wie ich ja als Vorsitzender auch, kurz eingehen. Kollege, ich bin sehr darüber echauffiert, dass jetzt eine Regelung im Gesetz enthalten ist, dass der Vorsitzende zukünftig gewählt wird für die ganze Legislatur und ein Stellvertreter auch. Es steht nirgends, aus welcher Fraktion der Vorsitzende kommt. Bitte unterstellen Sie uns hier an dieser Stelle nicht, wir würden die Opposition wieder beschneiden. Dann haben Sie, jetzt, es scheint ja zu treffen, wenn gleich so die Erregung so groß ist, dann haben Sie gesagt, beim Thema Informationsrecht gegenüber den Fraktionsvorsitzenden, Sie seien ja von Ihrer Fraktion entsandt in dieses Gremium und deshalb müssten Sie Ihre Fraktionsvorsitzenden, bei Ihnen sind es ja, glaube ich, zwei, informieren. Das stimmt nicht. Sie sind nicht von Ihrer Fraktion entsandt. Vorschlag spielt auch keine Rolle. Dieses Gremium hat eine besondere Stellung und ist deshalb in der Verfassung genannt, Artikel 45 DORA. Und alle Mitglieder dieses Gremiums, egal wie stark ihre Fraktion ist, können nur dann Mitglied werden, wenn sie mit Kanzlermehrheit in geheimer Wahl vom gesamten Plenum gewählt sind. Das heißt, sie sind mindestens mit 250 Stimmen der anderen Fraktionen gewählt worden. Also dürfen Sie nicht sagen, Sie sind von Ihrer Fraktion entsandt. Wir haben eine andere Stellung. Wir vertreten das gesamte Haus. Deshalb haben wir dieses Wahlprinzip. Also an dieser Stelle, glaube ich, sollten Sie darüber nachdenken, dass die Kritik unberechtigt ist. Jetzt zu Ihnen, Herr Kollege Ströbele. Ich habe auch den Antrag der Grünen gelesen, den Sie dazu, ja, wirklich, war ein bisschen verwundert, dass Sie gerade den ständigen Bevollmächtigten, den wir als wirksame Entlastung, als ständigen Arbeitsstab, könnte man sagen, uns ja beigeben wollen. Heute haben wir ein Sekretariat, das kaum diese Aufgabe erfüllen kann, dass Sie das so kritisiert haben, weil auf Seite 4 Ihres eigenen Antrages steht genau das, dass Sie das vorschlagen. Also sind Sie mit der Position der Grünen nicht einverstanden, oder was soll ich Ihren Beitrag verstehen? Genau dort steht so ein Beitrag drin. Und genau das machen wir. Wir machen nicht alles, was in Ihrem Papier steht, weil ich eines schon deutlich machen will. Und da unterscheiden wir uns bestimmt. Und auch zu den Kollegen der Linken. Ich persönlich will, dass wir die Dienste konsequent, nachhaltig, aber auch objektiv und seriös kontrollieren. Was ich nicht will, mit einem permanenten Misstrauen, mit einem permanenten Skandalton auf den Lippen jede Aufgabe angehen. Nicht jede Kontrolle muss unbedingt einen Fehler finden. Nicht jeder Fehler ist ein Skandal. Und wir sind hier nicht der Skandaldurchlauferhitzer für irgendjemand, wenn es um die Dienste geht. Wir kritisieren, wo es angebracht ist, aber wir stellen uns auch vor die Dienste. Und genau das muss Sinn und Zweck eines solchen Gremiums auch sein. Und wenn wir uns ansehen, Sie sind ja das dienstälteste Mitglied, dann glaube ich schon ich, so schnell kann es gehen. Wir haben Instrumente bekommen bei der letzten Reform 2009. Wir dürfen die Nachrichtendienste aufsuchen, wir dürfen die Mitarbeiter befragen, wir dürfen uns Akten vorlegen lassen, wir dürfen einen, wir nennen es Ermittlungsbeauftragten, einsetzen und die Regierung muss uns informieren. Das sind unsere fünf wesentlichen Befugnisse. Und wenn man nüchtern bilanziert, müssen alle eigentlich sagen, die wenden wir kaum an. Sie nicht, ich nicht, keiner der Mitglieder. Weil uns die Zeit fehlt. Wir haben uns dieses Jahr ein Arbeitsprogramm gegeben mit 7 Aufträgen, um mal zu zeigen, dass wir auch vor Ort sein können. Das Arbeitsprogramm lautete 2014, 2015. Jetzt haben wir mitten 2016, ist es noch nicht abgearbeitet, weil wir eben viele andere Aufgaben haben. Und diesen Grundmangel zu beheben, Ihr Arbeitsauftrag fehlt, glaube ich, auch noch, aber diesen Grundmangel zu beheben, diesen Grundmangel zu beheben, finde ich völlig richtig. Und dafür brauchen wir eben eine vernünftige Personalausstattung. Wir brauchen jemanden, der uns da auch koordinierend zur Seite steht. Und dann, glaube ich, können wir eine gute, seriöse Kontrolle auch gewährleisten. Wir machen ein paar Dinge mehr, die Sie ja auch immer gefordert haben. Öffentliche Elemente, das Gremium soll nicht nur im Geheimen tagen. Jetzt wissen wir alle, Nachrichtendienste machen sehr sensible Aufgaben. Da muss Geheimhaltung sein. Aber wir haben ja genau das Element eingeführt, was immer gefordert wurde, gerade von Ihnen, Herr Ströbele, wie in den USA, einmal im Jahr eine öffentliche Anhörung der Präsidenten. Genau das ist auch drin. Sie haben immer gefordert, dass Beschäftigte der Dienste,
die sich an uns ja wenden dürfen, in der Vergangenheit aber auch noch ihren Präsidenten vorher informieren mussten, das haben wir jetzt gestrichen. Und sie können sich direkt an uns wenden. Moment, und die Namen werden nur dann genannt, und damit wollen wir im Prinzip auch falschen Anschuldigungen vorbeugen, wenn sie zur Aufklärung des Sachverhalts erforderlich sind. Nur dann, und das halte ich für eine absolut überzeugende Regelung, zunächst mal Schutz für die Whistleblower, aber wenn es notwendig ist, den Sachverhalt aufzuklären, dann muss auch jemand zu seiner Kritik ja stehen können. Das, glaube ich, ist genau der richtige Maßstab, den wir hier auch gefunden haben. Und wir machen auch etwas, Kollege Hahn, das wissen Sie doch jetzt selber, Sie waren ja letztes Jahr Vorsitzender, uns war bisher daran gehindert, rechtlich unsere Ergebnisse von Ermittlungsbeauftragten an den NSA-Untersuchungsausschuss zum Beispiel zur Verfügung zu stellen oder an die Landtagsuntersuchungsausschüsse. Es ging halt einfach nicht. Und diesen Mangel zu beseitigen, greifen wir in diesem Gesetz auch auf und sagen, parlamentarische Untersuchungsausschüsse, vergleichbare Kontrollgremien dürfen solche Berichte zukünftig erhalten. Dadurch schaffen wir auch eine Verzahnung zwischen den Parlamenten und den Parlamentsgremien. Ich halte das alles für sehr gute und sinnvolle Lösungen und kann Sie nur ermuntern, dieses Gesetzvorhaben zu unterstützen. Wir sind damit auf einem sehr guten Weg für eine sehr gute parlamentarische Kontrolle der Dienste. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat die Kollegin Gabriele Fograscher, SPD-Fraktion, das